Christian Hemschmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg. ja, Wasser war doch ein bisschen kalt die letzten Tage, glaube ich. Aber egal. Ja, das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute haben wir eine schöne rote Flaggenparade. Und genau, ich wollte nur mal sagen, ich habe jetzt tatsächlich mal den, ich kann jetzt keine weiteren Klienten mehr aufnehmen, so für Strategiesitzungen und E-Mail-Coaching, es sei denn, ihr habt so laufende Pakete oder ein laufendes Coaching bei mir. Ich muss mal ein Buch schreiben jetzt mal, also fokussiert euch auf die Kurse und man kann mich ja auch live sehen an verschiedenen Punkten in Deutschland noch dieses Jahr, alles auf liebeschipp.de. So, ja, wir haben eine Frage von Arabel Nano Kavitschkila. So, lieber Christian, vor einem Monat hat mein Freund unsere kurze, aber intensive Beziehung beendet. Im Nachhinein wurde mir bewusst, dass er viele narzisstische Tendenzen zu haben scheint. Hinzu kommt, dass seine beste Freundin Borderline hat. Sobald es um sie ging, war er extrem wütend oder auch euphorisch. Die beiden hatten zweimal Sex, ein paar Monate, bevor wir zusammengekommen sind. Danach war es nur noch Freundschaft. Das ist schon, das ist die erste rote Flagge. Also, ja, also ich würde nie einen Partner, also einen neuen Partner zulassen, dass da so viel, was jetzt gleich noch kommt, so viel Kontakt hat zu im Grunde genommen einer Ex-Beziehung. Also, ja. Während sie offen darüber spricht, Borderline zu haben, sind die narzisstischen Tendenzen bei ihm nur eine Vermutung. Ja, Narzissten und Borderliner gehen übrigens, haben eine hohe Anziehung miteinander. Nachdem die Beziehung einige Monate wirklich gut gelaufen ist, hat sich plötzlich eine Abwärtsspirale gebildet. Die Streits und Eifersucht wurden mehr, bis er letztlich die Beziehung beendet hat. Zu Beginn der Beziehung, wo klassisch Lovebombing, hat er mir gesagt, dass ich für ihn die eine sei. Ich würde alle Punkte erfüllen, die ihm bei einer Frau wichtig sein. Er könnte sich mit mir alles vorstellen. Kinder, Hochzeit. Nachdem wir zwei Monate zusammen waren, hat er meine Mutter gefragt, wann er mich fragen könnte, ob wir zusammenziehen. Das ist wieder dieses Gesülze. Er soll dich doch fragen, nicht deine Mutter. Ne? Sie empfand es als sehr früh, aber trotzdem lief es darauf hinaus, dass ich eigentlich schon fest bei ihm gewohnt habe. Als wir dann vier Monate zusammen waren, hat er mich auf das richtige Einziehen angesprochen. Und ich habe ihm gesagt, dass ich mir das im September vorstellen könne, aber eher nicht. Das war für sein Empfinden schon spät, aber wir haben uns darauf geeinigt. Unmittelbar darauf hat er mich auf seine Unkosten angesprochen und ich habe ihm angeboten, schon vor offiziellen Einzug etwas dazu zu zahlen. Gut, kann man machen. Ja, dann fing es da widersprüchlich an zu werden. Bei seinen Freunden hat er nach eigener Aussage mit mir angegeben. Ich schreibe derzeit meine Doktorarbeit. Sobald wir zu zweit waren, hat er regelmäßig auf mich eingeredet, was ich denn überhaupt für Ziele hätte. Ich hatte eine Doktorarbeit schreiben und dass ich keine Perspektive habe und viel Arbeit und sowieso zu wenig Geld bekommen würde. Nächste Red Flag. Du bist hier schon voll im toxischen Kreislauf, ne? Voll in der Kritikphase. Ne? Ist ja immer Idealisierung, Kritik, Abschuss. Weil sein bester Freund nach dem Master schon mehr verdient. Ja, also was will denn jetzt hier, eine Geldkuh oder ein Goldesel? Oder also es geht ihm auf jeden Fall nicht um dich, ne? Also ich weiß ja nicht, in welchem Fach du Doktorarbeit schreibst, aber scheinbar findet er das nicht hot genug oder erwartet, dass du für ihn Geld verdienst, aber ist schon nächste super big red flag. Er selber hat nicht studiert. Sein bester Freund arbeitet in der freien Wirtschaft und nicht in den Geisteswissenschaften. Ja, so what, ey? Und wenn du, Floristin wärst oder sonst was für einen Beruf hättest, Hausmeisterin, ist total egal. Ich habe es ihm aber auch immer wieder aufs Neue erklärt, dass diese Unterschiede normal sind und ich nur mal diese Arbeit schreibe. Wofür müsst du dich rechtfertigen? Dass diese und ich danach schauen muss, was sich für mich ergibt. Ich denke, er kam damit auf mich zu, weil er zu der Zeit selber mit seinem Job unzufrieden war. Er hat sich regelmäßig krank gemeldet, ohne krank zu sein. Ja, das
Nächste Big Red Flag. Willst du einen Freund haben, der so drauf ist? Dann hat er gerne mal eine Woche, auch gerne mal eine Woche nach dem Festival. Ja, es ist super, wenn dann so jemand mit solchen Standards sich kritisiert, ne? Ein paar Tage nachdem er Schluss gemacht hat, wurde ihm auch mitgeteilt, dass er entlassen wird. Die Beziehung zu seiner besten Freundin war mir ein Dorn im Auge. Das wundert mich jetzt aber. Ich wollte locker damit umgehen und nicht eifersüchtig sein. Nein, das ist co-abhängig, ey. Du musst dann echt sagen, ey, was, du hast mit der Sex und für ihr verbringt so viel Zeit und ich will das nicht, ne? Also dieses ständige, ich bin so cool und ich will nicht eifersüchtig sein, das funktioniert in diesen Beziehungen nicht, ne? Weil ich da schon mal in einer Beziehung war und das mich aufgefressen hat. Ja, war wahrscheinlich auch so ein Freund dann. In der letzten Beziehung wollte mein Freund mich jedoch nie irgendwo mit hinnehmen. Okay, dann, ja, du solltest unbedingt diese Umprogrammierung des Liebeschips machen, also kennst ja dann dieses Muster. Bei ihm sollte ich immer dabei sein. Ich denke, aufgrund ihres Borderline gab es dieses ewige Hin und Her seinerseits. Ja, das ist so, nenne ich immer die Phantom-Ex, ne? Also, er kann sich auf dich nicht einlassen, er konnte sich auf sie auch nicht einlassen und jetzt habt ihr so ein schönes Dreieck hier, ne? Dann kann er mal zu dir tendeln, mal zu ihr tendieren. Weil er sich einfach nirgendwo einlassen kann und will und, weiß ich nicht, diese Aufmerksamkeit genießt. Warum auch immer. Malta gesagt, sie würde als Freundin versagen und dann war sie wieder die Beste. Also allein, dass diese Frau so, ich meine, wo ist denn seine Priorität, ne? Das Hin und Her außerhalb unserer Partnerschaft hat mich total genervt. Ich war die Freundin, nicht sie. Es ging so weit, dass er ihr beim Aufbauen eines Schrankes helfen wollte und 3 Stunden hinfahren wollte. Ich habe ihn gebeten, mit mir im Anschluss kurz in den Baumarkt zu fahren. Das war ihm zu viel, aber dann beim Umzug hat er 6 Stunden geholfen. Also ich war, ja. Nächste Big Red Flag. Also wenn deine Prioritätsliste Nummer 521 ist, ja. An seinem Geburtstag rief er mich zudem mit Mäuschen und sie hat sich umgedreht. Nächste Red Flag. Total strange und ätzend. Aber alle Freunde haben immer wieder versichert, in Beziehungen hätte er nie Quatsch gemacht und er sei jemand, der wirklich nur Freundschaft mit Frauen haben könne. Ey, er hat sie doch gevögelt, oder nicht? Und ist er zu dir wie ein Freund? Also ich meine, jetzt hat eure Beziehung wirklich einen freundschaftlichen Aspekt, den sehe ich hier null. Auch Freunde, denen ich vertraue, haben sie stets betont. Ja, also wenn man mit diesen Dynamiken zu tun hat, hört nicht auf Freunde, es sei denn, sie wissen, wovon sie reden. Wirklich, oft hängen sie selber drin. Wenn man mit Co-Abhängigkeit zu tun hat, hat man oft co-abhängige Freunde und, und. Als er dann eine Familienfeier hatte und seine beste Freundin ihre Einweihungsfeier am selben Tag geplant hat, kam es zu einem Streit zwischen uns. Er wollte am Tag nach der Feier zu ihr fahren, obwohl er nicht wusste, wie lange diese bei ihm stattfinden wird. Als ich ihn dann auf seine widersprüchlichen Aussagen aufmerksam gemacht habe, hat er mir gesagt, ich solle die Fresse halten. Nächste Red Flag. Hallo, wo sind deine Standards? Ich habe direkt eingelenkt, meine Grenzen aufgewiesen und gesagt, er soll nicht so mit mir reden. Ey, da packst du deine Koffer und gehst? Sagst, ey, fuck it. Sowas brauche ich nicht. Such dir jemanden anders, den du so beleidigen kannst. Mit dem Sex war ich extrem unzufrieden. Es hat eigentlich überhaupt geklappt hier bei euch. Er wollte von Anfang an weniger Sex, als ich mir gewünscht hätte. Ja, das ist jetzt mal einer der Fälle, wo ja, der bindungsängstlich oder bindungsvermeidend, sage ich jetzt mal, agierende Mann auch wenig Sex will. Bei vielen bindungsvermeidenden Männern wollen sie trotzdem Sex, aber nichts anderes. Manchmal habe ich ihn angefasst und er hat gesagt, ihn würde es abtören. Warum willst du das? Es war alles mechanisch und routiniert. Ich habe mich aufgrund dieses immer mal wieder abgewiesen gefühlt und habe mich dann zurückgezogen. Ich wollte ja nicht bedrängen, wie es seine erste Freundin getan hätte. Ja, da hat er dich auch schon so ein bisschen programmiert hier, ne? Bedräng mich bloß nicht. Aber wir sind ja mal gerade ein bisschen zusammen, ne? Wenn wir noch Sex haben, ne? Bis es mich unglücklich gemacht hat. Später hat er dann gesagt, Sex sei mit mir langweilig. Oh. Wo sind deine Standards? Mann! Nur im nächsten Moment wieder zu sagen, mit mir hat er den besten Sex. Ja, es ist wieder inkonsistentes Verhalten.
Auch hat er mal gesagt, ich sei ja nicht die Frau, mit der man Sex haben wolle, weil ich mich nicht so nuttig anziehen würde. Sag mal, wo sind deine verdammten Standards? Was er aber gut fände, das sind Dinge, die ich als Beleidigung und Abwertung empfunden habe. Das ist auch dieses ewige Gemecker über Klamotten, das ist auch so typisch in diesen Beziehungen. Gut. Er hätte einen starken Kontrollzwang, das ging so weit, dass er mir jedes Mal, wenn ich beim Serienschauen während der Folgen aufgestanden bin, hinterhergerufen hat, wo ich hinwollen, dass ich mich beeilen solle. Ja, das macht Spaß. Beendet hat er die Beziehung, nachdem ich betrunken war und ihm weinend erzählt habe, wie unglücklich ich sei. Dass ich mal alles um ihn drehe. Auch in Gesprächen steht er auf, während ich was erzähle, um zurückzukommen und wieder über sich zu sprechen. Nächste Red Flag. Wo sind wir jetzt? Bei 10. Vor allem seine Freundschaft hat mich extrem gestört. Ich habe seine beste Freundin als sehr manipulativ wahrgenommen. Die beiden spielen da ein Nähe- und Distanzspiel, das ihn total aufwühlt und nervt und dann doch wieder begeistert. Er ist wahrscheinlich total emotional abhängig von ihr, so wie ich es noch von ihm bin. Ja. Wie schätzt du die Freundschaft zwischen den beiden ein? Ja, toxisch. Ich meine, lass sie doch ihren Scheiß machen und du suchst dir einen vernünftigen Partner, ne? Also ich würde sowas nicht zulassen, da mit so einer Ex, dass sie eine Ex, so eine, oder wenn es auch nur eine Ex-Affäre ist, so eine Rolle spielt, ne? Welche Rolle kam jetzt so? Ja, klassisch, Co-Abhängigkeit will mich jetzt aber auch überhaupt nicht grämen, ne? Du bist auf dem richtigen Weg, du hast meinen Kanal gefunden, du, ich glaube, du siehst, was da passiert. Also arbeite an Selbstliebe, an deinen Standards, wie auch immer, mach die Kurse, lies Bücher. Und dann bist du auf dem richtigen Weg und gräm dich nicht, ne? Auch wenn das jetzt hart ist zu sehen, was man mit sich hat machen lassen, man muss es einfach einmal, also du hast diese Unbewusstheit darüber durchbrochen, ne? Ich denke, du siehst das jetzt auch immer weiter, diese Verleugnung, dass du dich aufgibst in diesen Beziehungen und dann bist du auf dem richtigen Weg. Sollte ich sie nur eifersüchtig machen? Ja, das ist sicherlich, fand er das hot, ne? Dass ihr euch so gegenseitig, wahrscheinlich hat sie sich über dich beschwert und das war bestimmt hot, so ein schönes, ätzendes Dreieck zu haben. Beziehungsweise sollte sie mich nur eifersüchtig machen, ist so ein Verhalten berechnend? Das weiß ich nicht. Er hat mir bei der Trennung gesagt, er wolle mit mir befreundet bleiben. Wo habt ihr denn eine Freundschaft? Wo? Ja, es soll in seinen Freundschaftsaffärenharem eingegliedert werden. Was soll das bringen? 3 Wochen später hat er sich bei mir gemeldet. Ja, es hat er wahrscheinlich keinen neuen Sex gehabt. Dann habe ich, nachdem wir uns erst wieder treffen wollten, gesagt, dass ich mich nicht mit ihm treffen möchte. Ja, und wir schauen können, was die Zukunft bringt. Nein, die bringt nichts für euch. Gar nichts. Ist damit zu rechnen, dass er sich wieder meldet? Ja, wie soll ich reagieren? Blocken. Sagen, ey, mach dein ätzendes Verhalten mit jemand anders, ich hab da keinen Bock drauf. Ich würde überhaupt nicht mehr mit dem reden. Ey. Wir haben einen gemeinsamen Freundeskreis. Ja, das ist Mist, aber ich würde dem keinerlei Energie und Aufmerksamkeit mehr geben. Ich denke, dass ich ein starkes Defizit ausbalanciert habe, das in der Freundschaft immer Bestand hatte. Nee, du musst, guck, such bei Gründen in dir. Warum möchtest du mit so einem Partner zusammen sein? Wo erkennst du das? Hast du nicht verfügbare Elternteile gehabt? Arbeite an seinem Selbstwert, mach die Klappe auf, sag nächstes Mal Männern, was du denkst. Ja, guck dir viel Videos an. So. Aber die Rolle hat mich so unglücklich gemacht, zumal diese starken Streits und Emotionen immer hochkamen, sobald es um sie ging. Kann es sein, dass er abhängig ist von ihr als Freundin? Ja, kann es sein, dass du abhängig warst von ihm? Das ist viel wichtiger. Ist doch scheißegal, was mit ihr ist. Oder hatten sie vielleicht alle Aussagen der Freundin zu trotz einer Affäre? Also, halte ich nicht für ganz unwahrscheinlich, aber ich weiß es nicht. Also, ist nicht so ganz, überhaupt nicht gesund, was da passiert, auf jeden Fall. Ich hoffe sehr, dass du dir Zeit nehmen kannst, meine Mail zu lesen und zu beantworten. Sehr herzlichen Grüß und vielen Dank für deine Videos. Okay. Wir werden uns bald wiedersehen.